dieses Video-Intro ist Daniel Pferd, was wir gerade gefunden haben. Wir sind gerade nach draußen gegangen. Und wie viel Uhr haben wir gerade? Ich brauche mein Handy. Wir haben vorhin... thank you. BDO eingenommen. Das war um 18.30 Uhr ungefähr. Jetzt ist 18.53 Uhr. Also wir müssen auf jeden Fall safe was von der Wirkung merken. Das geht. Und ja, ich habe 1,5 Milliliter eingenommen, also eher eine subtile Dosis. Mein Freund 2 Milliliter. Und ich habe eigentlich schon so nach 5 Minuten gedacht, ich merke langsam was. Was es nicht sein kann? Ich weiß es nicht. Placebo. Vielleicht ist es Placebo. Keine Ahnung. Ich vermute, dass es zu wenig ist. Ich denke, ich merke schon was. Weil ich habe durchgelesen, eigentlich so. Du hast ja auch gelesen. Ich reagiere. Ich merke oft schon bei leichten Wirkungen was. Also ich denke, ich merke mal schon. Genau, was ich merke. Als wir aus der Wohnung raus sind, hatte ich ein leichtes Schwindelgefühl. Dann hatte ich irgendwie das Gefühl, dass sich auch hier mein Kopf irgendwie anders anfühlt und allgemein auch meine Haut. Ich denke weniger drüber nach, wie ich mich bewege, was ich rede. Und als wir aus dem Haus raus sind, habe ich auch irgendwie so, keine Ahnung, mir war es mehr egal, ob die Nachbarn mich jetzt irgendwie plappern hören. Ich weiß nicht, wenn ich auch so durch die Umgebung gucke, ich merke einfach, da ist irgendwie, weiß nicht, so, ja, also, ich merke auf jeden Fall ein bisschen was, aber es ist schwer, in Worte zu fassen. Alkoholähnlich. Ja, aber das ist, wenn es alkoholähnlich ist, dann würde ich sagen, wie eine niedrige Dosis Alkohol, das, was ich jetzt spüre. Ich fand den Vergleich vielleicht schon ganz ansprechend, wenn sich GBL so anfühlt wie eine Mischung zwischen Alkohol und Ecstasy, fühlt sich BDO so an wie eine Mischung zwischen GBL und Alkohol. Also ein Tick dreckiger war dafür. Dreckiger? Ja, das haben sie es alle beschrieben. Ja, ich habe gehört, das soll auch ein bisschen ähnlich wie Benzos sein. Also nicht komplett wie Benzos. Und ich würde sagen, minimal ja. Also wir schauen mal. Wir haben noch nicht viel Erfahrungswert drin. Ich habe letztens Psytrance gehört und da gibt es so, ja, coolen Musiker oder Musikergruppe, ich weiß es nicht genau. Die heißen Merkaba. Und in einem der Lieder heißt es, the mind really has no answers, the heart has no questions. Und, oh, ich liebe dieses Zitat voll. Ich glaube, das sehen wir noch mal. Echt? Kacke. Ja, das stehen hier gerade rum. Und wir wollten eigentlich zu so einem Lost Place. Aber da hängen, glaube ich, immer noch Jugendliche rum. Die saufen. Ja, die saufen. ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ja, Hello Kitty habe ich da schon mal gesehen. Irgendjemand hat die auch ein bisschen übersprüht. Vorhin, also, was heißt vorhin? Wie sag ich vorhin? Ich bin verdurzelt. Vor einem Jahr. Obwohl, Zeit ist ja nur eine Illusion. Vor einem Jahr war die noch nicht komplett übersprüht. Hier mal. Weiß ich nicht. Haben sie irgendwas abgerissen? Also, ich bin von der Stimmung her, ich glaube, ganz gut gelaunt, aber jetzt nicht so mega krass euphorisch. Ja, gut, also, reicht jetzt auch eine Stunde im Höhepunkt. Ja, nach einer Stunde, okay. Aber ich hab zu viel genommen. Ja. Also ich denke schon, dass ich was merke. Genau. Noch so ein paar Infos zu der Substanz. Also vom Geschmack her, bisschen bäh, aber nicht so arg. Also man kann es gut trinken. Ich finde aber auch ganz gut, dass da ja Bitterstoffe drin sind. Weil, ja, das halt auch eben ja als Vergewaltigungsmittel benutzt werden kann und da finde ich gut, ja, dass da eben auch sehr Bitterstoff dabei ist und das dann nicht so genutzt werden kann. Ja, und es ist eben der Grund, warum das manche dafür benutzen, ist halt auch der Grund, warum es eben ein höheres Risiko ist, GBH oder GBL zu bestellen. Der GBH ist illegal. Ja. GBH steht auf dem BTM. GBL ist Arzneimittelgesetz drin. Okay, dann laber ich gerade. Oh nein. Das hatte ich schon mal. Da habe ich versucht, während einem LSD-Trip über Quantenphysik zu reden. Ich sollte so Fakten, glaube ich, lieber vor der
Ja. Du solltest vielleicht, wenn du auch sowas bist, nicht über ja. zu starke, verkopfte Sachen reden. Weil aber es macht mir Spaß. Ja, aber also ich du bist gern, ja weniger am Kopf als süß, dann ist es verkopfte Sachen. Aber, keine Ahnung, so philosophische Themen oder auch Wissenschaft oder so, ich rede da voll gern drüber. Was ich auf jeden Fall sagen wollte ist... Aber Wissenschaft ist nicht... Wissenschaft ist nicht die... Ist nicht die schafft die Wissenschaft, denn Wissenschaft schafft nur Fragen. Übrigens, ich vergesse immer, was ich sagen wollte. Das sieht voll cool aus, die Steine. Da wachsen Zwetschgen. Zwetschgen? Pflaumen oder Zwetschgen. Auch Enten. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Okay, also Alex vergisst oft auf der Substanz, was sie sagen will. Es klappt ein bisschen da. Weil ich dich ablenke. Ja, aber... Ja, okay. Genau, war es jetzt GWL? Ich hab's vergessen. Was? Was man noch legal kriegen kann. GWL und BDU. Aber... GWL kriegt man legal, okay. Genau. Da ist voll das hohe Risiko. Willst du sagen? Steht auf dem Arzneimittelgesetz. Genau. Es kann sein, dass die Kopfs vor der Tür stehen, wenn man GWL, das bestellt. Wenn du es nicht über... Also wenn du auf diesen typischen GWL-Shops bestellst, die GWL-Namen tragen, dann ist die Chance, dass ein halbes Jahr später die Kopfs bei dir stehen, sehr hoch. Mhm. Mit einem Hausdurchsuchungsbefehl. Beim BDO ist das nicht der Fall, aber GWL ist halt besser. Ja, und das ist halt auch der Grund, warum wir BDO jetzt auf unsere Melonenstücke getan Fürs haben. Fürs Erste. Was ist das? Hätte ja was drin sein können. Baggies. Ja, das ist viel. Oh Gott, schau dir den Müll an. Ja. Ich glaube, hier konnte man mal rein, aber es ist zu vollgestellt. Das ist abgeschlossen alles, das ist ein Schlösser dran. Ach, so ein Dreck. Oh Gott, mir kommt die Tür entgegen. Warte. Aber hier ist alles zugestellt. Man kann in, also der Raum ist voller Müll. Warte. Hast du Licht? Ja, das ist nur Müll. Das ist nur so dieser Abstellraum hier. Oh Gott, die Tür kippt. Was ist das? Waschbecken. Ja, das geht nicht auf. Ich hab's sogar doppelt gesichert zum Scheiß. Oha, kommt mal hier hoch. Ja, bitte. Was ist da? Nix. Dachboden oder? Nix, einfach fertig. Geht's da nirgendwo weiter? Oh. So, wir sind jetzt wieder in der Wohnung. Beim Lost Place waren wir nur kurz, weil wir da eben nicht mehr wirklich rein konnte. Also mein Freund meinte, dass da vor einiger Zeit noch so eine Leiter war und dass man dann ins obere Geschoss hoch konnte, aber das ist halt leider nicht mehr da. Und ja, wir sind dann halt wieder nach Hause gelatscht. Als wir dann den Berg wieder runter sind, von dieser Hütte weg, hat es mich voll hingefetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das von der Wirkung kam. Oder ja, es passiert mir halt auch nüchtern. Man kann auch nüchtern ausrutschen, also keine Ahnung. Und ja, ich bin am Überlegen, ob ich nochmal nachlege. Das soll man ja am besten eine Stunde nach der Ersteinnahme machen. Und dann mit der Hälfte von der Anfangsdosis, wenn man die Wirkung von der Anfangsdosis so aufrechterhalten will. Also, mein Freund merkt nicht so viel. Man merkt ja allgemein auf nüchternen Magen mehr bei der Substanz. Also ich denke, ich merke schon ein bisschen was. Aber mir fallen allgemein auch bei allen möglichen Sachen so subtile Wirkungen auch eher auf. Und ja, mein Freund meint, dass er eben nicht so arg viel davon merkt. Also vorhin war ihm ein bisschen schwindelig, aber ja, Euphorie oder so hatte er jetzt leider nicht. So, es ist wieder ungefähr eine Stunde vergangen. So ein paar Sachen, die ich noch so bemerkt habe. Ich habe einen Tick weniger Hunger.
Also, bevor ich das Melonenstück gegessen habe, hatte ich tatsächlich so minimal Hunger. Ja, irgendwie habe ich aber mittlerweile weniger Hunger. Ja, und es ist halt wahrscheinlich so, dass ich momentan nur einen Bruchteil der Wirkung habe. Dadurch, dass eben mein Magen nicht nüchtern ist. Die halbe Stunde, nachdem ich nachgelegt hatte, war tatsächlich meine Stimmung zeitweise nicht ganz so gut wie am Anfang. Weil ich mir Gedanken um meinen Freund gemacht habe, weil er eben ja nicht so diese leicht euphorisierende Wirkung hatte wie ich. Also ich war so ein bisschen verkopft und ich war dann am Handy, auch auf Facebook. Und ja, weiß nicht, ich habe dann auch so manche Sachen gelesen und ja, es ist halt oft so, dass dann, weiß nicht, sich so in den Kommentaren von irgendwelchen Posts, sich in irgendwelchen Gruppen, sich die Leute so anfeinden und ja, eigentlich total unzufrieden mit sich selber sind und ja, das hat mich dann irgendwie auch so ein bisschen runtergezogen. Also ganz ehrlich, mir kam in den Kopf, die Substanz ist viel zu schade, als dass ich da am Handy rumhänge. Und dann habe ich beschlossen zu tanzen. Ja, also ich habe gemerkt, ich habe da irgendwie auch so einen leichten Bewegungsdrang. Ich will irgendwas machen. Ich will nicht nur rumhocken oder rumliegen und am Handy sein. Ja, dann habe ich in meiner Wohnung getanzt. Und ja, kam dann halt auch im Kopf, ich weiß nicht, so für den Alltag kann ich mir das nicht vorstellen. Also weiß nicht, ich kann jetzt nicht so ganz verstehen, wie man das im Alltag ständig konsumieren kann. Also persönlich komme ich jetzt nicht so vor, als könnte ich davon jetzt irgendwie eine Sucht entwickeln. Ich muss aber jetzt auch dazu sagen, dass ich jetzt momentan nur einen Bruchteil der Wirkung spüre. Ich finde, die Substanz ist jetzt, weiß nicht, hätte ich jetzt irgendwas Besonderes unternommen und dann die genommen, finde ich, hätte ich viel mehr von der Substanz gehabt. Als, ja, okay, vorhin war ich draußen. Es hat auch ziemlich viel Spaß gemacht, aber seit ich in der Wohnung bin, also die Zeit, bevor ich rumgetanzt habe, war halt echt so meh. Ich finde, auf der Substanz ist es toll, einfach irgendwas zu machen und ja, nicht nur rumzugammeln. Wobei ich denke, wenn man eine relativ hohe Dosis nimmt, dann wird man ja wahrscheinlich auch wieder müder. Ja, was ich vorhin dann auch noch so bemerkt habe, ist, ich habe den Drang zu reden. Also ja, ich bin allgemein jemand, der öfters mal auch ziemlich viel plappert. Also es passiert mir öfters auf Substanzen. Ja, ich habe einfach auch so gespürt, wie viel Spaß es mir eigentlich macht zu filmen. Und ja, das habe ich auch schon vorhin so gemerkt. Also ich hatte dieses Gefühl, ich könnte jetzt eigentlich voll gut so ein paar Stunden lang einen Podcast machen. So habe ich mich gefühlt. Und einfach wirklich 1-2 Stunden am Stück plappern. Was gibt es allgemein noch zu diesem Kanal zu sagen? Ich weiß noch nicht, ob ich dieses Video zuerst hochlade oder das mit 1PLSD, das Neueste. Und im 1PLSD-Video habe ich ja gesagt, dass mein Freund ja vorhat, Ayahuasca zu konsumieren. Und davor muss man ja auch eine spezielle Diät machen. Kurz davor muss man ja auch fasten und ich bin am Überlegen, ob ich da eben mitmache. Auch wenn ich die Substanz dann noch nicht konsumieren werde. Und ja, vielleicht kombiniere ich das dann auch, dass ich da wieder BDU ausprobiere. Halt mit nüchternen Magen mal, weil dann halt die Wirkung halt auch stärker sein soll. Ich könnte mir vorstellen, dann auch mal so spirituelles Fasten auszuprobieren. Der Punkt, warum ich aber ja bisher sowas nicht gemacht habe, ist, dass halt das Thema Fasten mich ab und zu immer noch triggern kann, wegen der Störung, die ich mal hatte. Aber ich glaube, vielleicht tut mir das auch gut, das Erlebnis wieder mit einer positiven Erfahrung zu verbinden. Ich will mir aber auch persönlich jetzt nichts irgendwie verbieten oder so. Also ich will, dass, wenn ich das mache, dass das, weiß nicht, natürlich ist. Also
mir nicht selber irgendwie aufgezwungen oder so, sondern ja, das ist einfach so. Das ist, was ich wirklich selber will und nicht, was ja, irgendjemand anderes vielleicht von mir erwartet. Ja, und es ist auch so, dass ich mit einem Kumpel vorhabe, in nächster Zeit einen Spieleabend zu machen. Der kommt dann vorbei. Und den habt ihr auch auf dem Kanal schon gesehen. Wer die Videos öfter schaut, weiß das. und ja, vielleicht tun wir dann auch gemeinsam, also Norman ist dann auch wieder dabei, mein Freund, BDO konsumieren. Vielleicht kommt auch noch eine Freundin, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß noch nicht genau. Mein Freund ist auch am Überlegen, das zusammen mit Speed zu konsumieren. Ich muss aber dazu sagen, das ist auf jeden Fall eine hohe Herz-Kreislauf-Belastung. Also BDO ist eigentlich was, was man mit nichts kombinieren sollte. Er will es aber dennoch ausprobieren und halt schauen, dass er die Dosis im Rahmen hält. Also ich persönlich mag das nicht machen. Mir ist es, ja, für mich wäre das, glaube ich, keine Selbstliebe. Deswegen, aber wenn er das ausprobiert hat, werde ich vielleicht auch noch ein paar Worte dazu verlieren. Was ich auch am Überlegen bin zu machen, ist, viele berichten ja darüber, wie es ist, auf GBL Sex zu haben. Also dazu gibt es ja ziemlich viele Erfahrungsberichte. Und ich finde das Thema allgemein auch relativ interessant, so auf irgendwelchen Substanzen, ja, so eine Erfahrung zu machen. Bisher habe ich ja nicht über sowas geredet, weil ich einfach so, ja, die Befürchtung hatte, dann könnten halt irgendwelche 13-jährigen Kiddies hier auf dem Kanal das angucken und ja, weiß nicht, ich wollte da eigentlich... Ich finde, man sollte darüber offen reden, aber ich habe halt keine Lust, dass das Thema irgendwelche Assis irgendwie anziehen könnte, wenn ich dazu mehr Erfahrungen gesammelt habe. kommt vielleicht dazu auch noch ein Video. Ich bin mir aber nicht sicher. Bei solchen Erlebnissen weiß ich halt nicht, ob ich das in den Titel schreiben will oder nicht. Weil wenn ich das in den Titel schreibe, könnten halt alle möglichen Assis auf den Kanal kommen. Und das mag ich einfach nicht. Für mich ist der Kanal einfach ein gemütlicher Raum, wo ich mich selber frei entfalten kann. Oder halt auch einen Austausch mit anderen Menschen haben kann. Über Themen, die mich auch selber so interessieren und ja, wo ich dann halt auch Feedback bekommen kann. Und ich habe es ja auch als Möglichkeit schon genutzt, tatsächlich in Kontakt zu bleiben mit Leuten, die ich auf Goas kennengelernt habe. Und habe dann Visitenkärtchen verteilt. Die sind mir aber letztens bei einem Regen alle nass geworden. Ich muss neue ausdrucken. Ich könnte tatsächlich ewig weiter labern. Also, ich glaube, die Substanz macht mich allgemein gesprächiger. Ich frage mich, ob ich gerade sogar enthemmter bin als sonst. Weil das haben ja einige auch schon auf der Substanz beschrieben. Und es ist gut möglich. Also, ganz am Anfang vom Video habe ich ja auch beschrieben, dass ich mir weniger Gedanken gemacht habe. Vielleicht mache ich nachher noch mal eine Aufnahme, nachdem die Wirkung so abgeflutet ist und berichte auch noch darüber. Ich habe keine Ahnung, ich guck mal. So, es ist jetzt ungefähr 22 Uhr. Ich habe vorher noch Abend gegessen. Also ja, irgendwann kam dann auch wieder mehr Hunger. Und ja, ich habe dann so den Abend gemütlich ausklingen lassen. Ich hoffe, ihr habt so mit dem Video so einen kleinen und ehrlichen Eindruck von der Substanz bekommen. Ich muss dazu sagen, das ist etwas, was man halt eben auch nicht so oft konsumieren sollte, weil ich eben gehört habe, dass wegen der Verfügbarkeit und dem Preis viele Leute schnell danach süchtig werden. Und ja, deswegen ist es auf jeden Fall was, was man halt eben nicht öfters machen sollte. Ich würde sagen, dass ich mittlerweile echt gar nichts mehr von der Wirkung merke.
aber ja, die Wirkung, die ich vorhin hatte, war eher auch nicht so krass stark. Mein Freund hat tatsächlich kaum was gemerkt. Also er war nur am Anfang ganz leicht verdallert. Ansonsten hatte er nichts von der Wirkung, obwohl er auch nochmal nachgelegt hat. Also er hatte ja am Anfang 2 Milliliter genommen und hat dann nochmal die Hälfte genommen, 1 Milliliter. Aber ja, für ihn war die Erfahrung nicht so besonders. Also wir sehen uns dann beim nächsten Mal.